Hallöchen, 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 willkommen zurück zu World of Warcraft. Yes, da sind wir wieder. Mir ist gerade eingefallen, ich muss mal gerade. Du musst mal, okay. Ich muss was sehr Wichtiges tun, Sekunde. So. Ach, der Mops. Und? Der Piratenmops. So, jetzt bin ich bereit. Das muss ich mir gerade mal ein bisschen aufnehmen als Thumbnail. So. Ach, das kann er auch noch, ja? Natürlich. Natürlich. Was denn hier? Was denn wo? Eine Fußspur. Da ist schon wieder Shango, den brauchen wir wahrscheinlich später. Ach so, ja. Den habe ich ja eben aus Versehen schon. Ach, du machst jetzt hier Thumbnails, ey. Muss ich das jetzt auch machen, ne? Ja. Nee, hast du recht, das ist schon schöner, ne? Das ist, glaube ich, schöner zum Ansehen als immer dasselbe. Ja, finde ich auch. Du machst das ja sogar bei sowas wie Battleblock, da wo man nicht so viel auf den Thumbnails sieht, aber es sieht schon besser aus als immer dasselbe Bild. Ja, eben, stimmt, genau. Schon. Ja. Und da ich ja meine eigene professionelle Beschreibungsschreiberin habe, muss ich das nicht mal selber machen. Ach, du machst die Thumbnails nicht selber? Doch, die Thumbnails schon, die Folgenbeschreibung meine ich. Bitte? Ja. Ich glaube, Takt. Du hast vielleicht mehr Abonnenten, aber ich habe dafür die cooleren. Nein. Nein, Pantys Abonnenten mag ich auch sehr gerne. Deine Abonnenten sind meine Abonnenten. So ist unser Motto. Ja, genau. Mi Abo und Su Abo. Ah, Hilfe, ich flieg weiter nach oben. Wie hört das auf? So, jetzt. Steig ab. Ja, genau. So, krieg ich noch den Todesstoß. Ich seh da noch einen. Der hat sich unsichtbar gemacht. Warum bin ich Infight? Ach, jetzt nicht mehr. So, ich hau hier gerade den letzten vor das Gesicht. Ja. So, und jetzt guck mal, wir haben jetzt, wenn wir den getötet haben, 38 Beutetiere erlegt. Wie kann das sein? Stimmt. Dann haben wir also ein paar. Also ich habe Shango noch erlegt. Der okay, zählte als Beutetier, aber nicht als Dingstier. Ja. Komme ich aber auf 31, so rein mathematisch. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Okay, das weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Da ist noch ein Fragezeichen. Na, hier. Möchte abgeben, so. Sprech mit Orakel Soram. Mögen eure Reisen sicher sein. Soram. Oh, neue Quests. Kork der Spalter. Einfach Krokolisten. Oh, Langhalsfresser-Steaks brauchen wir. Und, siehste, Giraffen. Und Zeugs. Gieraffen. Ein Steak für Jäger. Eine Orange, zwei Bananenstauden und eine Papaya. Gibst du gerade deiner Freundin einen Einkaufszettel durch? Ja. Kauf mir bitte zwei Orangenstauden. Im Aldi. Bananenstauden steht da doch. Ach so. Ach, hier ist ja schon der Typ. Hallo, Soram. Haben wir in der letzten Folge gesagt, dass dieses Gebiet hier irgendwie doof ist? Ich glaube schon. Ja, mit Sicherheit. So, da ist ein Langhals. Ist Giraffe ein geschützter Begriff? Lass sie nicht Giraffe heißen. Die heißen ja auch nicht Zebra. Nee, eben. Die Giraffen, ne? Nee, das wäre ein Okapi hier eigentlich. Stimmt. Ja. Nein, ich meine die Zebras. Wie heißen denn nochmal die Zebras? Zebra. Ja, die haben sich nur vertippt. Afrika hat da Rechte drauf. B und V liegen ja nah beieinander. Die haben sich einfach vertippt. Ach so. Ja, das war der Azubi, der das geschrieben hat. Und Krokilisk hat einfach irgendein Analphabet bei Blizzard. Genau. Der wollte Krokodil, hat bei Kro wieder vergessen, wie das Wort endet. Ja, ich will auch einen spontanen Flugzauber. Ja, Wilze, ne? Anne Wilze. Hey. Meine Zigarette ist gerade ausgegangen, die muss ich wieder anmachen. Wenn man lange nicht dran zieht, dann stirbt denn, sie. Ja, mal. Hier beim Krokolisk. Ach, du auch. Ja. Oh, wer ist da? Ich sehe gerade unten rechts, Akatsuki Pain spielt Terraria. Mit dem wollten wir auch noch Age of Empire spielen vor 7 Wochen mal, ne? Ja. Hm. Wenn wir jetzt 29 Stunden WoW gespielt haben, dann können wir noch Age of Empire spielen. Zufall. Ist aber blöd, gegen den zu spielen. Der baut sich einfach so Bergfesten, die man überhaupt nicht einnehmen kann. Aber wir zusammen nehmen die ein. Ach so, meinst du, wir sind dann zusammen gegen ihn? Wir teamen einfach ab. Machen wir vorher klar, ne?
Ja. Ohne dass es jemand mitkriegt. Genau, ein geheimer Verbindungspakt. Inventar ist voll. Wo ich ihn gerade so gut synchronisiert habe, hast du gesehen von Dragon Age, die Leute, die das bekommen haben, die Stelle? Nee, ich habe das verlinkt bekommen. Von dem aber, Felix. Genau, aber hab's mir nicht angeguckt, weil das hätte mich ganz traurig gemacht. Ja, also da waren ein paar bei, da habe ich gedacht, aha. Okay. Aber so zwei, drei, die klangen, als wären die ausgebildet. Oh, ja, das ist natürlich doof. Ja. Also die klangen, als wären die, als hätte man die schon mal gehört, so. Also, ach so. Ja, natürlich keine Schnitte. Nee. Not really, ne? Not really, ne? Ne. Ne. Zählen die nicht als Beutetiere? Wie doof ist das denn? Der Mowawa will ins Schlafzimmer. Aber die Schlafzimmertür ist zu. Oh nein. Und jetzt? Bin ich wieder aufs Maul, ey. Vom Mowawa. Ja. Warum zählen die nicht als Wildtiere? Ich weiß als es Beutetiere, doch nicht. Verdammte Axt, ey. Mann. Ich möchte das wissen. Die soll mal richtig den ganzen Dschungel ausrotten. Was redest du denn da? Ja, das haben sich die Blizzard-Menschen gedacht. Ach so. Hä? Ja. Oh. Episch. Geil. Kannst du nicht entzaubern? Nee, ich glaube, so hoch habe ich Entzauber noch gar nicht. Also. Ich schaue mal. Ich habe Verzaubern auf 266. Das ist ja. Oh. Aber ich glaube, das reicht nicht. Scheinbar reicht. Nicht. Nicht. Was brauchen wir noch? Ein Langhalsgrasfresser-Steak. Langhalsgras. Besser als ein Langgras-Halsfresser. Oh, da ist ein Krokolis. Kroki. Achso. Ein Kroki. Ein Krokilis. Ein kleines Kroki. Da brauchen wir noch 11. 11? Ja, gleich aber nicht mehr. Oh, was ist denn hier? Ach, eine Blume, achso. Eine Blume. Brauchen wir noch 10? Was? Noch 9? Ich darf nicht so viel reden, meine Zigarette geht immer aus. Dann lass es einfach, ich mach das allein. Ne? Mit dem Reden, oder was? Ja. Ja. Ich übernehme auch deine Sprachrolle. Ja, du kannst ja meine Folgen nachsynchronisieren. Und jetzt klickt er auf Healbot und jetzt klickt er auf Healbot. Da räusper ich mich vor Scham. Du brauchst auch mal so eine Mute-Taste. Ich geb dir da mal eine Einführung bald. Oh. Freue ich mich. So. 8 Mangal-Krokilisks. Und ein Langhals. Wo bist du? Ich bin im Wasser. Achso. Ein Bär im Wasser. Schwimme mit den Krokodilen. Der mit den Krokodilen schwimmt. Schwommt. Mann, hör auf, hier rumzuschießen, blöder Zwerg. Macht dir Angst, ne? Macht ja. Dir Angst, ne? So, da hinten sehe ich noch was. Zack. Die müssen wir ja auch. Ja. Können wir nichts für, Peter. Wer ist Peter? Ach so, Peter. Peter von Froster. Ich kann hier noch einen Langhals looten. Ach, ich auch. Der hat nur ein borstiges Schwanzhaar noch vergessen. Uns abzuwerfen. Geil. Erstmal gleich zu Hause über den Kamin hängen. Na klar. Die Sadisten unter den Jägern, die hängen sich Köpfe auf. Wir nur borstige Schwanzhaare von allen Tieren. Und von uns selbst. Borstig, ja? Ja. Wasch dich. Aber das hat auch nichts mit Waschen zu tun, die wachsen einfach so. Ja, gut. Ja, hast du recht, ja. Hast du gerade mal nachgefühlt. Und deswegen spielen wir das nicht mit Facecam. Mit Crotchcam, ey. Wäre auch mal schön. Ja, wäre sehr schön. Ich sitze nämlich gerade ohne Hose hier. Das wäre schon wär sehr schön. Ohne Hose? Ja. Ist ja ekelhaft. Wieso denn? Wenigstens in Unterhose? Ja. Natürlich. Oder komplett nackt.
WoW immer noch komplett auf dem Ledersessel. So wie beim Sofa-Special. Ja, genau. Couch. Wie hast du es eigentlich genannt? Sofa-Special? Ich ja. Ich werde es Couch-Spezial nennen. Das klingt ja so nach was zu essen. Ja. Oh, lecker. Jetzt ein Couch-Spezial. Ich habe es noch gar nicht benannt. Nur hochgeladen. Ach so. Ich benenne die einmal erst später. Peter, nachdem deine Bediensteten die Folge beschrieben haben. Nee, das können die auch erst, nachdem die Folge draußen ist. Das ist der große Nachteil. Wer macht das denn bitte? Na, wer wohl? Ja, weiß ich doch nicht. Das gelbe krumme Obst natürlich. Ich mach deine Folgenbeschreibung. Ja. Hat die einen Knall? Ja, einen sehr positiven. Ja, das stimmt. Hat sie denn dann deine Account-Daten? Nee, eben nicht. Deswegen ja erst, wenn die News draußen sind. $700 im Monat ab. Genau, deshalb gebe ich die ja nicht weiter. Ach so. Ja. Das letzte Beutetier. Ich freue mich so. Tot. Vielleicht gibt's ja nach dem Level-Up neue Dungeons. Ja, fantastisch. Ich glaube ja. Ich bin da Magic Sops offline. Oh nein, jetzt sind wir schutzlos. Ach, hier ist ein Gräfchen. Genau wo? Ach da. Genau wo? Genau hier. Beim orangenen Punkt. So, nee, das heißt ja nicht orangenen. Ja, hat er. Orangenen heißt das nämlich. Nee, Orangen. Orangen? Das heißt ja auch nicht lilana, sondern lila. Nee, ist ja lilane. Nein. Lilane Bär. Wir brauchen noch Kobrazähne und 3 Kokilisken. Wollen wir nicht erst die Kokilisken sammeln? Richtig. Ich habe gedacht, wir machen Kokilisken und dann verziehen wir uns hier. Meinst du? Nicht? Weiß ich nicht. Ich guck mal gerade. Wir könnten dann Eiskrone und Sturmgipfel. Oh, Eiskrone ist toll. Ist beides definitiv toller als das hier. Ja. Das wusste hier, ey. So ein bisschen Schlingendorn-Tal reloaded. Ja, ziemlich sogar. Na, Kobra. Kannst mal Kobra bleiben, ey. Ach, hier ist eine robuste Ranke für irgendwie Obst. Ja, brauchen wir. Oder machen wir das jetzt eben noch? Boing, boing. Passiert da irgendwas? Ach, eine Orange. Boing, boing. Da fällt mir voll eine Papaya auf den Kopf tot. Hast du schon mal Papaya gegessen? Papaya. 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 Ja, habe ich. Aber ich würde sagen, wir sammeln das nicht. Warum nur noch 2 Bananen? Ja, aber ich habe noch gar nichts und ich habe ein volles Inventory. Wie? Ach so, ja, das ist natürlich scheiße. Hier liegt eine Orange und eine Papaya von dir. Eine Orange und eine Papaya? Eine Orange und eine Papaya. Wo? Wo denn? Papaya bei dir und die Orange müsste eigentlich hier liegen. Ja, wo bei mir? Du hast dir eben die Papaya am Kopf gefallen. Ja, aber du hast sie doch eingesammelt. Ach so. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Weißt du, klaust mir die Sachen und sagst, da liegt's doch noch. Da liegt noch eine Orange. Ja, jetzt. Jetzt liegt sie nicht mehr da wahrscheinlich. Ich töte mal gerade hier den Mangal-Krokilisk. Oh ja, bitte. Yes, please. Den Manga-Krokilisk. Ah. Warum hat der jetzt nicht gezählt? Doch, der bei hat mir hat er gezählt. Der hat wohl gezählt. So zählst du. Bis 3. Nee, bis 15 kann der zählen. Ich kann nicht an der Ranke ziehen. Ich auch nicht, das ist keine. Das ist keine robuste. Ach so. Tja. Tja. Ach hier. La, 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 la. Tja, tja. Witzig. Banane. Lässt du die Banane liegen? Nö. Lass sofort die Banane fallen. Lassen Sie die Banane fallen. Sofort. Niemals. So, ach, da hinten. Eltern. So, was ist das? Eine Birne. Nein, eine Papaya. Der schon mal Papayas gegessen hat, kann sie nicht identifizieren. Naja, ist klar. Würde sich wieder als Mann von Welt geben, dass er Papayas gegessen hat. Ja. Ich esse ja nur deutsche Bananen. Vom guten deutschen Bauern noch, ja? Dann immer zum Bauernhof deines Vertrauens. 2 Straußeneier und eine Banane kauft er, ne? Ja, genau. Die Straußeneier stecke ich mir in die Unterhose, wenn ich Party machen gehe. Auch. Die Banane auch. Stimmt. Oh, ich habe hier einen abenteuerlustigen Zwerg vom Himmel geholt. Warum? Der gibt mir seine Banane. Das beunruhigt mich ein bisschen.
Solange sie vorher schälst, ist alles gut. Oh Gott. ich brauche noch eine Banane. Ich habe sie. Banane. Bin fertig. Wo sind sie denn? Ich bin fertig. Hier ist noch eine Robustranke. Und sie wirft eine Papaya. Die hast du doch schon. Ja, eben. Brauch ich ja nicht. Was ist das denn für eine Ranke, die nicht mehr abwürfert brauchst? Ja. Ich ziehe auch immer irgendwo draußen am Baum und dann kommt da drunter, was ich will. So ein Snickers oder so. Ach, wäre das super. Würde ich mir mal einen neuen Rechner runterziehen, damit ich auch mal DayZ mit Details spielen kann. Du spielst ja momentan textbasiert. Ja, so ungefähr. Ich flieg schon mal zurück übrigens. Ne? Ja, toll. Geh doch. Kannst die Quest ja abbrechen, dann bin ich ungefähr wieder gleich auf mit dir. Gut. Was? Wie viel Prozent hast denn du? Ich habe 86. Ich habe kurz vor 100. Ich habe 97 siehste, sozusagen. Siehst du, dann lass die Quest doch mal sein, dann sind wir wieder gleich auf, einigermaßen. Mm. Mm. Guck mal, das macht der nicht, ne? Nee, ist voll der Wichser. Ich trinke jetzt meinen kalten Kaffee hier aus, gleichzeitig während ich die Quest abgebe. Was hältst du davon? Ja, ja. Ich bin traurig. Nein. Dass du so gecheatet hast und jetzt vor mir bist mit den, den Erfahrungspunkten. Ach so. Ich dachte erst, du wolltest was anderes sagen jetzt. Was denn? Abonnenten. Ach so, da bin ich auch traurig. So, jetzt muss ich hier Donnerbreus Dschungelpunsch brauen, weil ich bin noch kein Level ab. Ach, trotz aller Quests? Trotz allem. Trotz allem, was wir durchgestanden haben. Ach, das wird gesagt, was ich dann machen muss. Ich weiß es nicht. Wie geht es denn los? Soll ich diese Banane da reinwerfen? Nee. Hä? Was ist denn hier ein Händler? Hier sind überall Händler. Händlers. Ah, ich bin bereit. Ich bin bereit. Beginne mit der Destillation in 5 Sekunden. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Gebt eine Papaya. Wo ist eine Papaya? Die sehen aus wie Birnen. Ja. Gut gemacht. Danke. Oh Gott, ist das spannend. Ich komm jetzt auch. Papaya. Ich mach mit. Ich stell mich hier hin. Ich mach nur Papayas. Nee, ich kannst, mach hier kannst du wahrscheinlich gar nicht. Kannst du wahrscheinlich gar nicht. Na sicher kann kannst ich. Kannst du wahrscheinlich gar nicht. Ja, öffne das Druckventil. Ich mach schon. Nee, ich mach schneller. Ungültiges ich hab, Ziel. Ich hab nämlich schneller. Du machst die Früchte und ich mach die Gerätschaften. Arbeitsteilung, Mann und Frau, ja? Ja. Orange. Bombs. Sieht das nämlich auch in der richtigen Destillerie aus. Ja, klar. Irgendjemand wirft da eine Banane rein und auf einmal macht's. Kohlenpfanne, los, Gerätschaft. Ach, hast du schon. Ja. Bombs ich hab's schnell. Gelesen und sofort, ich muss ja nur die Maus ungefähr 3 Zentimeter bewegen. Ich muss ja noch laufen hierbei. Druckventil. Ja. Aha. Ob wir das dann beide looten können, das wäre ja super. Ansonsten lootest du. Nur du, weil du natürlich näher dran bist. Nein. Bananen. Ansonsten lootest du das nämlich einfach und dann ist auch gut. Ja, und du? Ich dann nicht. Ja, dann machst du die Quest mal ab. Nein. Ach, das will er jetzt doch machen, ja? Was geht wie, fies, den Kopf? Wie fies du bist. Nee, wie fies du bist. Warum? Weil du mich nicht aufholen lässt. Na, dann breche ich die Quest jetzt halt ab. Nein, mach weiter. Druckventil. Nee, ich breche jetzt so eben die Quest. Ja, ich mach weiter, weil sonst kann ich ja die Gerätschaften nicht mehr bedienen. Eben. Aber ich breche sie gleich ab. Ist sehr spannend. Komm, hol die Buddel voll rum. Wo denn? Ich sehe sie auch nicht. Ach da, jetzt steht da so ein Fässchen. Ach so. Dschungelpunsch. So, wer will das haben? Also soll ich abbrechen, ja? Ja, ich breche ab, komm. Hallo. 4 Gold in den Sand gesetzt. Immer noch kein Level up. Nur für aber ich habe 100%. Ja, komm, dann töten wir jetzt noch. Mir fehlen noch irgendwie einen Zwerg auf die Schnauze oder so. 5994 oder so. Ja, komm, dann töten wir hier noch 2, 3 Viecher und dann muss es ja klappen, ne? Ja, machen wir noch in der Folge. Ja, sicher. Damit wir in der nächsten Folge frisch, fromm, fröhlich und frei. Wow, die geben 900 Erfahrung. Ja. Hey. Ach, warte, ich kann den Geschmackstest machen. Dann muss ich das doch nur geben, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich denke schon. Wo willst du hin? In das Lager. Aber hier ist das Lager. Ach so.
So. Hadrius. Seid gegrüßt. Nee. Seid vorsichtig. Hier? So. Ja, dann machst du das und dann hast du ja Level Up. Das hoffe ich doch mal. Das ist richtig super. Hadrius, hallo. Hallo. Ich breche dann schon mal den ganzen anderen Rotz hier ab. Oh, da ist er umgefallen. Oh, komm. Gefällt dir. Gut, darf ich gehen? Ja, du darfst schon gehen. Nee, jetzt hab ich's. So, hier Helmet. Du kannst ihm das auch geben und dann direkt schon zum nächsten rennen. Ach so, muss ich dabei stehen bleiben? Nö, der schafft das allein. Wo ist Tamara? Tamara, wo bist du? Wer ist denn Tamara? Wer ist denn Tamara? Kalvaret, Geist von Gnoriga, Wildhüter. Hier ist auch kein Tamara hier hinten. Wer ist denn Tamara? Hä? Tamara! Steht das da, wer das ist? Weiß ich nicht. Ich hab die Quest ja nicht. Bla bla bla. What the fuck? Ist nicht auf der Karte. Wir sind hier im Lager. Achso, solltet auch Tamara Wackelspross beim Landeplatz am See. Warte. Komm mal mit. Ja. Hast du hier die Quest angenommen? Kann ich nicht. Professorin Calvert? Kann ich nicht. Zweimal Calvert? Kann ich nicht. Warum denn? Ich hab doch nicht mehr gemacht als du. Du bist aber Level Up. Ach, das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Na komm, dann machen wir jetzt offscreen, töte ich jetzt noch ein paar Leute. Ja, machen wir und so. Und dann melden wir uns mit einem neuen Level und woanders dann wieder zurück. Ja, genau. Tapetenwechsel. Genau. Danken wir euch fürs Zusehen und bis übermorgen bei der nächsten Folge WoW. Morgen kommt dann höchstwahrscheinlich Daisy. Ja, sehr, sehr sicher sogar. Ja, wenn wir dann zum Aufnehmen gekommen sind. Gab ja einen riesen Patch bei Daisy. Ich bin sehr gespannt. Ja, mit Jagen und so, ne? Ja. Oh, super. Okay, also bis übermorgen bei WoW oder sonst woanders. Wir freuen uns immer, wenn ihr da seid. Ja, über jeden Einzelnen. Ja, aber über einige mehr. Nein. Über einige mehr. Ja, nein. Ja, mehr, ja, genau. Also, bevor ich mich hier ganz verhasple, sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüsschen. Tschüss.